Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück hier zu Resident Evil 5. Wir spielen gerade die Level von dem DLC. In Albträumen verloren habe ich schon fertig. Jetzt kommt eine verzweifelte Flucht. Und ja, sieht schon richtig cool aus. Muss man ja schon mal sagen, ne? Also ich lasse mich mal überraschen. Ich werde das Level hier wieder mit Yoshi spielen. Wir machen wieder eine Koop-Sitzung. Ich veranstalte das Spiel. Wir machen erst auf leicht, um zu gucken, wie das alles hier funktioniert und was uns da alles so erwartet. Spiel starten. Nee, ich muss... Ah ja, doch, ein weiter. Und dann musste ich einladen, genau. So, zum Spiel einladen. So, so wie es aussieht, bin ich Jill. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie zu spielen ist. In dem letzten Teil war ich ja Chris, da hätte ich am liebsten auch Jill gespielt, aber... Naja. Jill. Kennen wir auch. Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You two need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Oh, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? You're our only hope to survive this. Okay. Oh. Na toll. Da hat die Kleine sich ein wenig übernommen. Das nicht. Tatsache. Good. You are awake. Wait a minute. You are Jill Valentine. How? Who are you? Captain Josh Stone, BSAA West Africa Band. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Thanks. So what are you doing here? I'm looking for my comrade Sheva and Chris. Have you seen him? Yeah, they both went after Wesker. He's on some tanker. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. I got a helicopter waiting and I'm going after Sheva. You got room for one more? There's always room for a beautiful lady. I bet you say that to all the girls. Just the pretty ones. Cool. Lol. Ja, cool. Und sie benutzen denselben Aufzug? Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, und somit beginnt eine verzweifelte Flucht im Hafenviertel. Oh mein Gott, ich bin schon sehr gespannt. Okay.
Sieht ein wenig aus wie so eine Bohrinsel. Okay, da sind wir auch schon. Okay, mal gucken. Ich weiß ja nicht. Hier rechts ist... Ich habe schon gesehen, da ist eine Tür. Ich guck mal, was da drin ist. Ich habe auf jeden Fall jemanden gesehen. Kommst du raus oder... Oh ne, das ist so ein Vieh. Ja, toll. Boah, hier ist aber ganz schön viel los. Ja. Nein! Gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Kick. Wow, geil. Sie hat einen schönen Tritt drauf. Natürlich. Okay, einer ist weg. Sehr schön. Ich guck noch mal schnell. Hier haben wir ein paar Kisten. Oh nee, was haben wir denn hier? Oh, eine Waffe. Ja, okay, cool. Nehme ich gerne mit. Ich gehe mal kurz hier hoch. Da haben wir das Vieh rausgelockt. So, hier haben wir noch einen Tresor. Eine Magnum. Hm. Was? Junge! Okay, ich muss mal kurz sortieren. Ich spiele ja jetzt neuerdings mit der Tastatur. Also, für die kleinen Viecher können wir auch ruhig die Pistole nehmen. Ich denke, das sollte ausreichen. Was haben wir hier? Granaten, Brandgranaten, sehr schön. Die können auf die vier. Okay, da sind sie. So, wie komme ich denn... Aha, hier. Ich habe nämlich oben... Da hat ja jemand was gedroppt. Okay, es liegt noch da. Sehr schön. Schnell, schnell, schnell. So. Jetzt haben wir da ein bisschen Munition. Stirb doch, du Sack. Ja, komm, dann hüpf runter. Stirb dann. Und lass was droppen. Psst, Arschloch. Huch. Oh Gott. Entschuldigung. So. Gut. Er ist schon ein weiter, sehe ich gerade. Aha, hier durch die Tür. Gut. Dann gucken wir mal. Oh Gott, ich liebe es, wenn sich unsere Wege trennen. Das finde ich sehr schön. Aha, was haben wir denn da? Den habe ich gerade irgendwo gesehen. Da. Aber ich bekomme hier selber Besuch. Okay. Ich kann leider nichts sehen. Muss also weiter. Ich hoffe, er kommt klar. Ah, da haben wir was. Direkt mal die Kisten schön aufgemacht. Ja, toll. Jetzt komme ich an den... Jetzt komme ich an den Sack nicht dran, Mann. Kannst du nicht ein bisschen laufen? Nee, kann er nicht. Okay, okay, okay. Gut, dann gehe ich runter. So. Okay. Thank you. So, beide weggebombt. Okay. Soweit gut. So, von da oben komme ich ja.
klappt mal, ne? I was until you interrupted me. I'm headed to your position, and I'm bringing you. I don't remember picking up women beatboxing mission. Show some respect. This is Jean Valentine you're talking about. Miss Valentine! So you had to get picked up by that meathead. I'm here for you if you need to talk to Irene Lan. Calm the chatter, Doc. Josh out. So, sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Du kannst liegen bleiben. Oh nein. Ich mag die sowas von nicht, diese Kettensägviecher. Von wo kommt ihr denn? Scheiße, drei Schuss. Verdammt. Ach, da waren zwei. Was zum Kuckuck? Oh, Gott sei Dank. Okay, wir haben es geschafft. Das ist ja schon mal sehr gut. Allerdings, meine Muni ist ein wenig ziemlich knapp. Und wo der Typ rauskam, da oben. Da habe ich nämlich noch das gesehen im Video, also in der kleinen Sequenz, wie er dazu kam. Oh lol, die buggen mal wieder fest. Okay, keine Muni, sehr schön. Was? Ich höre schon wieder so Kettensägen-Heini. Oh, geil. Oh, nee. Boah, sehr schön. Sehr schön, der ist Geschichte. So, 134 Schuss und da liegt noch was für mich. Sehr schön. Okay. Nicht gerade viel, aber... Okay, hier ist schon alles weg. Gut. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's.